So, pack grad meine Sachen und in anderthalb Stunden muss ich in der Charité sein. Ich fühle mich gerade so, als würde ich richtig krank werden. So wie so eine miese Erkältung oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist so ein Ding, weil sich wirklich fast alles in mir sträubt, da jetzt hinzugehen. Und es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Bist du aufgeregt? Aufnahmegespräch ist gelaufen. Meine Mutti ist gerade abgehauen. Ich denke, ich werde heute keine Vergabe bekommen. Also es wurde immer überlegt, ob man das noch machen soll, aber die Nummer mit dem Zahn muss vorher irgendwie noch geklärt werden, ob der jetzt gezogen werden soll, ob er nicht gezogen werden soll. Und das Ergebnis wird wahrscheinlich dann erst morgen da sein. Mein Nachbar ist ganz nett. Also ich habe so ein Doppelzimmer und da schläft hier noch jemand, der ist ganz gesprächig. Also das tut immer ganz gut, weil man dann irgendwie sich nicht so ganz auf die Therapie irgendwie konzentriert und darüber nachdenkt, sondern wenn man mal irgendwie eine andere Geschichte hört. Klingt komisch, aber keine Ahnung, lenkt einem manchmal ein bisschen ab. Ich muss wahrscheinlich einen Port wieder gelegt kriegen, also dieses Ding, was oberhalb der Brust eingesetzt wird. Ist ein gruseliges Gefühl, wenn man jetzt so weiß, dass das wieder losgeht und alles so ein bisschen so ist wie bei der ersten Krebstherapie. Ist nicht so schön. Irgendwie kommt man in den vier Wänden hier immer wieder zu demselben Thema und das ist irgendwie über Krebs nachdenken und für mich ist jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen gruselig, weil ich das alles schon mal hatte und jeder Raum sieht hier irgendwie ähnlich aus und die Gespräche sind dieselben und die ganzen Aufklärungsgeschichten. Und ich muss ehrlich sagen, so wacker ich mich auch immer halte, ich habe echt ein bisschen Angst. Sieht man mir vielleicht noch nicht so an, aber ich habe echt ein bisschen Angst. Aber ich denke, das wird noch heute irgendwie so den Tag sein und dann ist man morgen schon wieder sozusagen in der Routine, dass man dann einfach weiß, dass man das jetzt durchstehen muss und dann ist auch wieder Ende. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ganze Zeit viel Zeit, um eure Kommentare durchzulesen und auf alle zu antworten. An der Stelle auch nochmal Dankeschön für all die netten Sachen, die ihr wahrscheinlich gesagt habt. Aber so viel Angst ich im Moment auch haben mag, ich werde das überleben. Ich werde hier unversehrt rausgehen. Vielleicht noch ein bisschen Übelkeit oder so, aber ansonsten wird alles gut gehen. Macht euch nicht zu viele Sorgen. Die muss ich mir schon die ganze Zeit machen. Okay, eins habe ich noch, was ein bisschen komisch ist, warum ich jetzt manchmal irgendwie so gut drauf bin. Das ist voll die komische Entwicklung, weil manchmal schwankt man, oder was heißt manchmal, eigentlich schwankt man die ganze Zeit immer so zwischen super depressiv und die Welt geht unter und super motiviert von wegen, yo, alles gar nicht so ein Problem und so. Und welche Phase ich jetzt gerade habe, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Also, auch wenn ich wie gesagt so ein bisschen eine Schiss jetzt wegen der ganzen Nummer habe, weil Port einsetzen und so ist immer nicht so cool, wenn man dann hier wie so ein Roboter so eine Kugel da macht, wo man dann die ganzen Infusionen und so reinbekommt. Aber ich bin gerade ganz gut drauf, glaube ich. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt irgendwie mal einen Augenblick anhält. Jetzt habe ich auch die ganze Zeit immer so viel über so Motivationssachen gelesen und wie ich mich hier irgendwie selber mehr zusammenreißen kann und aus dem ganzen Blödsinn unbeschadet rausgehe. Und irgendwie finde ich, ist das ein Riesenthema für mich gerade so geworden. Und vielleicht reden wir da auch noch mal so ein bisschen drüber. Weil jetzt lese ich gerade sowas über innere Kommunikation. Klingt jetzt erstmal total sachlich, aber ist eigentlich ein super spannendes Thema und auch sowas, was man jetzt nicht nur während einer Krebstherapie hat,
sondern was einem in jeder Lebenslage irgendwie weiterhelfen kann. Gott, mir ist hier auch immer die ganze Zeit so langweilig, weil ich bin wirklich so ein Mensch, ich muss die ganze Zeit immer irgendwas machen und irgendwie eine Beschäftigung haben und so. Das war, glaube ich, als Kind schon so. Und wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur im Bett liege, draußen scheint die Sonne, richtig gutes Wetter. Das ist so ein bisschen wie Hausarrest. Ich glaube, das trifft es ganz gut, Hausarrest. Ja, jetzt würde ich mir den Computer mal aus dem Schrank holen und das letzte Video schneiden und dann den ganzen restlichen Tag versuchen zu lesen, bis ich wieder meine Migräne kriege. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wie bereits gesagt, ich freue mich immer tierisch über Kommentare. Das ist sowas, was einen immer so ein bisschen von der Sache wegholt und dass man irgendwie gute Impressionen etc. bekommt. Ich weiß nicht, ob Impression jetzt das richtige Wort ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das tut immer ganz gut, irgendwie was Positives zu lesen, um sich so selber von der Sache abzulenken und auch zu antworten, weil man dann auch ein bisschen überlegen musste, was schreibt man jetzt und so. Ich freue mich immer sehr. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ganz so richtig ausdrücke, aber es tut gut, wenn man weiß, dass ihr auch irgendwie alle da seid. Mann, klingt das schnulzig. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.